Herzlich willkommen an der Hafenstraße. Nach dem Auftaktsieg gegen den SC Wiedenbrück steht für unsere Rot-Weißen das erste Heimspiel in der neuen Saison an. Der Gegner ist der Aufsteiger Bonner SC, der sein erstes Spiel ebenfalls gewinnen konnte. Die Kulisse ist mit 9.507 Zuschauern prächtig und unsere Fans sind schon vor dem Anstoß gut aufgelegt. Nach dem erfolgreichen Auftakt verzichtet Cheftrainer Sven Demant auf Veränderungen in der Startelf. Hier die erste Möglichkeit, Bauer auf Malura, aber da fehlt noch die Genauigkeit. RWE ist in der Anfangsphase tonangebend, doch die Bonner kontern sehr gefährlich. Der Ball landet bei Kelvin Lunga und es steht 0:1, da ließ sich die Abwehr überrumpeln, das Ganze in der 28. Minute. Wie reagiert Rot-Weiß? Mit sehr viel Leidenschaft, wie Benjamin Bayer hier unterstreicht. Der Kapitän setzt sich schön durch und kommt zum Torabschluss. Martin Michel ist da. RWE erhöht nun deutlich die Schlagzahl. Kevin Grund steckt den Ball genial zu Platzek durch. Der hat jetzt Platz. Und der Nachschuss, das hätte der schnelle Ausgleich sein können. Kurz vor der Halbzeit. Kevin Grund mit einer schönen Bewegung bedient Löning. Löning, das macht er gut. Und schon wieder Michel. Da kommt noch Platzek drüber. Der Ausgleichstreffer ist überfällig, aber es geht mit 0:1 in die Halbzeitpause. Wir befinden uns in der 63. Minute. Frank Löning auf Brauer, der legt weiter zu Bayer, bedient Huckle und der hat jetzt Platz. Flanke auf Platzek, Platzek wird gehalten und der Schiedsrichter Marco Goldmann zeigt hier auf den Punkt. Benjamin Bayer übernimmt die Verantwortung und legt sich den Ball zurecht. Und das macht er richtig gut. Endlich der verdiente Ausgleichstreffer. Michel hatte die richtige Ecke geahnt, aber da war gar nichts zu machen. Die ganze Entschlossenheit von Bayer spiegelt sich in diesem Schuss wieder. Und der Kapitän zeigt es an, da geht noch mehr. Bei ihren Kontern bleiben die Gäste aber gefährlich. Kurz nach dem Ausgleich. Das ist einer dieser blitzschnell vorgetragenen Angriffe der Bonner. Gefährlicher Pass, da ist erneut Lunga. Heimann, sehr gut gemacht. Wir sind in der Schlussphase, 83. Minute. Der agile Kevin Grund kann sich durchsetzen, Löning zu Platzek und der will es jetzt unbedingt. Was ein Dribbling und was ein Schuss. Das Spiel ist gedreht und die Hafenstraße steht nun Kopf. Marcel Platzek erzielt seinen 39. Treffer für Rot-Weiß Essen in der Regionalliga West und dieser ist besonders wichtig. Denn das war das letzte Tor in diesem Spiel. RWE bringt den ersten Heimsieg über die Zeit. Ein unterhaltsames und intensives Spiel wird tatsächlich noch gekrönt. Und es geht sehr schnell weiter, denn bereits am Dienstag spielen unsere Rot-Weißen um 19.30 Uhr beim Wuppertaler SV. Bis dahin genießen wir aber diese Gänsehautmomente. Das war's nun. Wir wünschen allen RWE-Fans ein schönes Wochenende.